Und jetzt, liebe Zuschauer, jetzt kommt der totale Wahnsinn. Es tritt auf der Herr Rosenberger mit seiner Rosa und dem Knecht Hirs. Und schauen Sie sich die einfach einmal an, über die kann man nicht sehr viel sagen. Hier kommen sie. Also, das ist der Rosenberger und seine Rosa ist eine Kuh und der Hirs ist der Knecht. Nun muss ich das ein bisschen erklären. Der Rosenberger ist also ein Almmensch und er hat eines Tages beschlossen, er will nie, ihm ist es langweilig da oben, er will ein berühmter Sänger werden und er zieht in die Welt hinaus und er hat gesagt, es ist mir überhaupt nichts zu blöd, um mich als Sänger, als Popsänger kann man sagen, durchzusetzen. Und er ist wirklich losmarschiert mit seiner Kuh und er hat gesagt, ich marschiere jetzt einmal aus der Steiermark, wo er herkommt, marschiere mal nach Graz, dann gehe ich nach Wien und dann marschiere ich weiter nach wohin? Ja, am Kuhdamm, nach Berlin. Und dann geht er auch, sagt er, ich gehe nach New York am Broadway. Ja, wie bringen jetzt die Kuh um? Ja, danke schön, danke. Ja, das ist, Herr Kirschner, das ist ganz einfach. Ja. Und zwar die Rosa. Die Rosa ist ja ein Model, ne? Das ist ja ein Mannequin. Ja. Sie hat schon gearbeitet in der Schweiz, Sie kennen ja die Schokolade, ne? Jetzt haben wir es angewaschen. Rosel, komm her da, mein Engel. Also mit der Kuh werden wir noch einiges erleben heute. Ah, warten Sie, muss ich noch. Sie müssen ja bedenken, die Rosa habe ich ja umtypisieren wollen, als Schäferhund, ne? Also, aber das ist nicht gegangen, weil sie beißt nicht. Weil was macht man mit einem Schäferhund, der Milch gibt? Richtig, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, das ist gut. Ja. Also jetzt, die Hauptsache ist ja, dass der Rosenberger ein Lied komponiert hat, also mehrere komponiert, aber ein spezielles, das er bei uns singen will unbedingt. Und er hat es komponiert und er hat es getextet und instrumentiert und was kann man nur mit einem Lied machen? Ja, man kann es arrangieren. Arrangiert. Einmal muss ich die Rosa drehen, damit die Leute das sehen, das ist nämlich... Rosel, komm her. Ja. Rosel, komm her. So, und jetzt bleibst du da stehen, Rosel. Gut. Und jetzt singe dir mal was vor. Ja? Also jetzt singt der Rosenberger, er singt jetzt sein Lied und das heißt Schöne Madeln. Ja. Viel Spaß. Hey, schöne Madeln in der Stadt, ihr habt die Langeweile satt. Hier bei uns, da schlafen's bloß. Und wenn was weg, da ist was los. Der Vater, Video den ganzen Tag. Mutter, sagt nix, ist ihre Art. Doch ich will aussehen, halt's nimmer aus, bei uns zu Haus. Schöne Madeln in der Stadt, ich hab die Langeweile satt. Wir singen, tanzen, lustig sein, und meine Sorgen aus sich schreien, damit's mir nachher besser geht. Weil wir daheim keiner versteht. Ja, ich will aussehen, halt's nimmer aus, bei uns zu Haus. Schöne Madel in der Stadt, schöne Madel. Ja, ich will voll in große Welt, bei unserer Alm der Fortschritt melkt. Jetzt ist die Zeit, so weit. Der Vater, Video den ganzen Tag. Die Mutter, sagt nix, ist ihre Art. Doch ich will aussehen, halt's nicht mehr aus, bei uns zu Haus. Stadt. Schöne Madeln,
Big City, I don't believe. Jesus, honey, hop, come on, weil von allem ich bin. Schöne Wade. Hey, hey. Schöne Wade in der Stadt. Jawohl, das ist okay. Dankeschön. Danke. Danke. Bis zum nächsten Mal bei den Truppen von Amerika. Ne? Wir rein, wir rein. Einsam und verlassen bleibt sein Hut hier im Studio zurück. Sie dürfen nicht vergessen, der steht zum ersten Mal in einem Fernsehstudio, der macht das alles zum ersten Mal. Und da ist er reingegangen und hat gesagt, was soll ich da machen, was soll ich tun? Wir haben gesagt, mach, was du willst. Das ist das Ergebnis. Die Kuh hat es nicht so lange ausgehalten, die müssen wir ein bisschen früher hinausführen.